Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei mir auf dem Kanal Pancake28. Es geht weiter mit War Tales von Ishiro Games. Und nochmal ganz kurz vorab, da mich der ein oder andere gefragt hat, Pancake, warum denn nochmal von vorn? Entschuldigung. Ich war einfach mit meiner Gruppe nicht so zufrieden und ich wollte es nochmal customizen. Ich wollte die Gruppe nach meinen Vorstellungen ein bisschen verändern. Ich mache jetzt am Anfang auch sehr zügig, ja. Aber wenn dann dir das ein oder andere nicht gefällt und dir die Spiele halt einfach die Möglichkeit gibt, so eine lustige Anfangsgruppe zusammenzustellen, dann möchte ich das auch nutzen. Ganz einfach. So, den Rest finden wir ja schön zusammen raus. Und jetzt hat ein bockharter Kampf gemacht hier von uns. Da haben wir jetzt einfach mal, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Lust zu. So, jetzt sind wieder diese Typen, die mich schon die ganze Zeit nerven. Aber das sind ausgebildete Soldaten. Wir greifen die jetzt an. 5x Leder gibt es dafür. Wir kämpfen gegen die. Unser einziger Vorteil ist, dass wir halt natürlich, was heißt natürlich, wir sind halt in der Überzahl. Wir sind doppelt so viele Leute. Zumindest war das früher so und so ist es auch jetzt noch. Und jetzt haben wir halt hier wirklich hier als so einen Phalanx-Soldat, wie ihr sehen könnt. Ne? Unter anderem dann hier den richtigen Fußsoldat mit einer Keule und einem Schild. Und auch nochmal das Gleiche. Auch nochmal ein Fußsoldat mit Keule, Schild. Auch hier schon ein ein Kampfplattenpanzer. Also die sind schon richtig, richtig stark. So, da das so ist, müssen wir halt jetzt erstmal gucken, wie wir es schaffen, die Rüstung kaputt zu machen. Rüstung kaputt zu machen, machen wir mit einem Keulenschwinger. Dazu habe ich jetzt einfach Lust. So, das ist der Phalanx-Typ. Den sollten wir unbedingt in den Nahkampf verwickeln. Den sollten wir auch in den Nahkampf verwickeln. Und ich denke mal, dass wir so halbwegs, aber wirklich auch nur halbwegs gut stehen. Ich überlege gerade, ja, den könnte ich ein bisschen flexibler einsetzen. Und ja, dann wollen wir mal schauen, wer den Anfang macht. Ich würde sagen, Anfang macht die Melli. Melli kann nämlich hier einen Speer sich schnappen und den jetzt erstmal schleudern. Bei beiden ist es nicht so mega cool und wir gehen direkt auf die Anführerin los. Ich stelle die jetzt mal so ein bisschen hier rüber. Provoziere die erstmal, dass die weniger Schaden macht. Dann machen wir noch einen schwächenden Schlag auf die Anführerin und hauen dann auch nochmal mit Zertrümmern drauf. So, dass mal ihre Rüstung runtergeht. Das ist so ein bisschen meine Intention. So, den Speerkämpfer hier, den sollten wir tunlichst tun, dass wir den in den Nahkampf kriegen, dass der seinen Speer gar nicht so einsetzen kann. Und ich soll ihm wieder angewöhnen, die Runde zu beenden. Sorry. Damit er nicht so seinen Zurückstoßen-Attacke machen kann. Deswegen gehen wir jetzt mit ihm hier hin. Und zwar mit Rebern und vergiften den erstmal ein bisschen hier. So, jetzt kann er nicht mehr aus der Entfernung attackieren, das möchte ich so. Jetzt sind die leider dran und das tut natürlich mega weh, das war ein fetter Crit auf mich. Einer musste leiden, leider war es halt jetzt eben der Revan. So, wir müssen aufpassen, hier ist eine Bärenfalle. Nichtsdestotrotz möchte ich ein bisschen Ungemach von Revan wegbekommen, deswegen wird jetzt Monali hier hinten hinlaufen und die Attacke gegen diesen Fußsoldaten machen und den auch in Nahkampf zwingen. Das ist jetzt schon mal das, was wir jetzt haben. Noch haben wir die Überzahlsituation nicht wirklich. Die versuchen wir jetzt aber auch gleich zu bekommen, denn jetzt ist als nächstes gleich der Ben dran. Der wird jetzt hier versuchen, so gut es geht. Ja, ich denke mal, das ist so oder so. Beides gilt, dass er dann umzingelt ist. Ich hoffe, dass es einen Bonus hat. Nee, leider nicht. Egal, jetzt greifen wir hier von zwei Seiten an. Das ist schon mal schön. Haben jetzt hier oben nochmal einen Schaden bekommen. Aber der war so geschwächt, dass es nur zwei Schaden waren. Noch ein kleines Stückchen mehr. Na. Jetzt ist es optimal für den Schaden. Und pitcht dich zu, voll in den Rücken. Autsch. So, als nächstes ist dann der dran. Jetzt setzt Ferevan richtig ungemütlich, würde ich behaupten. Ja, müssen wir mal gucken. Der ist dann sogar nochmal dran. Das ist überhaupt nicht witzig gerade. Wir stechen hier nochmal zu. Revan fast tot.
Wir müssen gucken, dass wir den irgendwie gerettet kriegen. Ich weiß nicht, ob es uns noch gelingt oder ob Reban drauf geht. Wir werden jetzt natürlich versuchen, den weiter zu vergiften. 5 Giftschaden kriegt er. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir da einen hinbekommen. Ja, das Problem ist, dass unsere Krieger nicht mehr richtig frei sind, aber er hier darf noch. Deswegen benutze ich ihn. So, mit dem Gift zusammen sollte es dann auch tatsächlich endgültig reichen, den Gegner hier platt zu machen. Lassen wir uns mal überraschen. Ich überlege jetzt, mit wem ich was angreife. Jawollo, Melli, noch einmal mit der Keule, schön draufgeklopft. Hier auch nochmal ein Schlag von uns. So, jetzt ist die Frage. Na, es ist eigentlich gar keine Frage. Revan beginnt. Sticht ihn ab. Jetzt sind wir galvanisiert in dem Moment. Also das heißt, umzingelt eine Angriff. Ja, das habe ich jetzt schon mitbekommen mit dem Umzingeln. Das heißt, jetzt machen wir mehr Schadensbonus. Revan schicken wir einfach mal meilenweit weg. Und der da ist der Erste, der dran ist. Okay. Ja, und das sieht man ja gleich, dass wir mehr Schaden machen. Aua. Ich versuche jetzt immer in der Überzahl anzugreifen. Gelingt mir sogar recht gut. Und da ist die Anführerin hops gegangen. Mit einer Keule erschlagen. So. Noch ein Gegner übrig. Den werden wir jetzt versuchen, Blatt zu bekommen. Mal schauen, ob es uns gelingt. Ich meine, die ganze Gruppe trischt halt jetzt drauf. Ich würde behaupten, dass das gehen sollte und müsste. Jawohl, es ist uns gelungen. Aber Rehmann hat richtig, richtig gelitten für die ganze Nummer. Aber gut, mein Gott, das ist halt so, wie es ist. So, ich frage mich... Behandelt eure Gefährten mit einem Heilmittel. Was hat denn Reban? Er ist verletzt, ja. Was hat er denn? Einen Sehnenriss. Das ist natürlich ganz schön gemein. Wir behandeln das jetzt. Reparieren tun wir jetzt nichts. Was ich ganz nice finde, wir haben einen Trainingsbuckler bekommen. Das ist nicht verkehrt. Die kann ich später in einer besseren Qualität herstellen. Wir können erstmal alles hier plündern. Und dann können wir noch dem Ben ein Level geben. Das wollen wir doch mal glatt machen. Und dann gucke ich mal, was für was ich mir entscheide. Das gibt mir plus 1 Stärke und Macht. Mhm. Schneidende Wirbel winkt. Mhm. Riposte. Das nächste Mal, wenn jetzt einer von einem gegnerischen angegriffen wird, repariert sie mit Gelegenheitskampf. Ja, es ist alles ganz nett. Fügt dem Ziel dreimal mehr 2 bis 3 Schaden zu. Ich mache wieder einen Berserker aus mir. Da habe ich einfach Lust zu. Ich füge mir auch nochmal eine Stärke hinzu. So ist das jetzt. Haben uns schon mal ein bisschen definiert jetzt an der Stelle. So, gut. Ich bin jetzt gewillt, in das Dorf zu gehen, wo man am Anfang die Quests auch bekommt und so weiter.
muss mal schauen, ob ich da halbwegs richtig auf dem Kurs bin. Das bin ich. Halt, das Holz nehme ich noch mit. Das will ich unbedingt haben. Das brauchen wir ja. Den Turm lassen wir jetzt mal noch Turm sein. Da hier oben rechts seht ihr einen kleinen Turm. Das ist so ein Gefängnisturm. Weiter kann ich übrigens nicht mit der Kamera reingehen. So, wir haben nochmal einen Wissenspunkt bekommen. Ich werde jetzt auch noch Rationierung lernen, damit die ein bisschen weniger essen. Das finde ich am Anfang sehr wichtig, diese beiden Skills. Weil es gibt mir halt von Anfang an, spart es mir halt einfach Geld. Punkt. Ne? Und das ist dann halt schon wichtig. So, dann kommen wir jetzt erstmal nach Stormcup. Wunderbar. Dann gehen wir erstmal in die Schmiede. Und reden mit dem Meister, Schmied hier. Und sagen erstmal für 20 reparieren. Das ist ein guter Preis, kann man mal so nehmen. Dann sind unsere Ausrüstungsgegenstände wieder in Ordnung. Dann sagen wir nochmal, Rohmaterialien will ich auch mal ein paar kaufen. Stocken wir mal auf 15. Hat ein gutes Geschäft mit uns gemacht. Ist so. Dann schauen wir uns nochmal unsere Gefährten an. Und unser Inventar. Und was haben wir hier? Den Trainingsbuckler. Rüstung 4, das ist Rüstung 2 und 10%. Der ist ein klein bisschen besser. Leider finde ich das ein bisschen fummelig noch. Habe ich mir jetzt schon mal angelegt. Hat aber noch nichts zu heißen. Kann sein, dass da jetzt gleich sich was verändert. Denn, wie immer, gehen wir erstmal in die Schmiede. Und da gucken wir mal, wer das machen könnte. Ich glaube, das mache wieder einfach ich. Ich werde wieder zum Schmied der Gruppe. So, dann bestätige ich das. Und dann schauen wir mal, was wir herstellen können. Wir können herstellen. Tatsächlich, wir könnten eine Drage herstellen. Das ist schon mal nicht schlecht. Wurfsaxt und Wurfmesser könnten wir herstellen. Und wir könnten Klamotten. Da fehlt uns noch die Stoffe dafür. So, wir brauchen für eine Drage das und das und das. Ich weiß jetzt halt nicht mehr, was wir für den Kessel brauchten, um bessere Nahrung herzustellen, aber ich finde, die Trage ist eigentlich besser, weil wir noch zwei, oder die Tarsch ist nochmal besser, um, ja, wie soll ich sagen, unsere Schildträger ein bisschen zu verbessern, deswegen werde ich mir mal eine schmieden. Es werden auch die Minispiele erklärt. Von höchster Qualität haben wir die abgeschlossen. Wie schön. Ich habe jetzt die für der höchsten Qualität bekommen, weil ich ein kleiner Egoist bin. Und dann bekommt Melly auch nochmal eine. Ganz einfach. Bestimmt hat er Interesse an Fassdeckeln. Natürlich, die können wir ihm verkaufen. Und schon bin ich den Müll los. Gut, hätten wir das gemacht. Rathaus ist erstmal irrelevant. Dann gehen wir hier nochmal in die Apotheke von Tiltron. Wir können mit ihr sprechen. Wir kaufen uns noch eine leere Fiole. Die könnte man nachher noch brauchen. Dann herstellen. Möchte ich einen Alchemisten schon haben? Und die Frage ist, wer ist unser Alchemist? Dann macht das jetzt die Melli. Und was fehlt uns noch? Schneelilien macht nichts. Sobald es soweit ist, nutzen wir das auch. So, gut. Verlassen wir die Kiste. Dann gehen wir noch zum Markt der drei Hasen, denn wir brauchen zu essen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Hat die irgendwas im Angebot zurzeit? Nee, hat sie leider nicht. Was gibt's hier? Pilze? Super, es gibt Trauben und es gibt Äpfel. Dann wollen wir mal. Das kostet uns alles so ein bisschen was. Ja, ist halt wie es ist. Unsere Party, die braucht ja was zu mampfen. So, was hast du Leckeres hier noch im Angebot? Lecker Wolfsfleisch möchte ich jetzt eigentlich nicht. Hammelfleisch hast du noch. Hähnchen hast du. Alles ziemlich
teuer. Zwei Hähnchen können wir uns da mal erlauben. Boah, schauen wir mal, ob das reicht erstmal vom Essen her. Ich weiß es nicht. Ups, ich habe den außerdem untersucht, das wollte ich nicht. Du hast nochmal Leder, du hast Fischöl. Mhm. Du hast Weizen, du hast Wollstoff und du hast Keramik, Sachen, die hergestellt werden. Die könnt ihr handeln, ne? Die sind hier, glaube ich, recht günstig zum Einkaufen und woanders können sie teurer verkaufen. So, und dann ganz wichtig, jetzt gehen wir noch zur Gasthaus, zur Jause. Und da haben wir auch Questgeber und dort gibt es auch Einheiten zu rekrutieren, wenn wir das möchten. Jetzt schauen wir uns die erstmal an. Hier ist ein Axtkämpfer, den brauchen wir nicht. Hier haben wir nochmal einen mit einer riesigen Axt. Und hier hätten wir einen Bogenschützen. Pelos zum Beispiel. Wäre interessant, in uns zu holen. Ja, müssen wir jetzt gleich erstmal mal schauen, ob ich mir den jetzt gleich noch mitnehme. Hier kann man Quests annehmen. Ne? Dann nehme ich jetzt erstmal die leichten Quests an. So ist das. Haben wir gemacht. Dann ist dieser Typ hier noch, der hat ganz tolle Geheimnisse für uns, da brauchen wir Einfluss für, um die zu bekommen. Das sind spezielle Missionen von einem Informanten, die machen wir jetzt nicht. So, wir sprechen mal. Halt, war das der Bogenschütze? Nein, das ist nicht der Bogenschütze. Da haben wir den Bogenschützen, Pelos. Der kostet uns einen Haufen Sold, ist mir egal, nehme ich mit, glaube ich. Kommt drauf an, wie viel der jetzt uns kostet beim Rekrutieren. Der kostet uns 40 Einfluss, das können wir uns noch leisten und 80 Gold. Das ist sehr teuer, das ist sehr riskant, was ich da mache, aber ich hole ihn mir trotzdem. So, Pelos wird umbenannt und zwar ist es unser Bogenschütze, der Lino. Ganz einfach. Zack, haben wir jetzt auch dabei. Jetzt haben wir eine recht große Party. Also wir haben jetzt 6 Stück, das ist schon mal eine gute Gruppe, mit der kann man so auch weiterarbeiten. Ihr könnt zwischen 6 und 8 Stück, wird so immer so wieder so ein bisschen empfohlen. Ja, also ich versuche es jetzt mal. So viele, glaube ich, hatte ich auch am Anfang noch gar nicht gehabt und wird schon alles gut werden. So, wir haben jetzt verschiedene Quests. Wie ihr sehen könnt, hier sollten wir Freilassensquest machen und hier müssen wir ein paar, was steht da, bitte um Hilfe, Amateurjäger, okay, soll man da ein bisschen helfen. Ich gehe jetzt aber erstmal ganz kurz einen Abstecher nochmal machen, auch wenn das mich sehr teuer zu stehen kommen wird, glaube ich, zu dem Turm. Ich hoffe, dass er hier war. Ich meine ja. Ja, darüber möchte ich. Ein bisschen Gold haben wir ja noch. Aber wenn die erstmal alle Sold verlangen werden, dann wird's übel. Nichtsdestotrotz möchte ich dort kurz hin. Ups, ich habe die versehentlich untersucht. Ich wollte doch mit ihr sprechen. So, dann hole ich mir mal für 20... Ketten, falls ich jemanden gefangen nehmen möchte. So. Gefangene, wichtig in dem Spiel, haben eigentlich keinen Malus, wenn ihr Gefangene mitnimmt. Mit denen könnt ihr Berufe ausführen lassen und die können für euch halt Arbeiten erledigen. So, was machen wir denn? Machen wir den Quest jetzt hier oder erstmal den ganz leichten? Wir machen erstmal den ganz leichten. Gehen wir hier durch den Wald und schauen wir mal, was wir hier Schönes finden. Ja, das ist schon die bessere Route, die ich jetzt hier gewählt habe. Mhm. Jetzt wollen die auch noch Sold, die Söldner. Das gibt's doch alles nicht. Könnt ihr euch das vorstellen? Tupsi, tupsi, tups. Oh, da kommen wir zu einem großen See. Wie weit müssen wir denn da reisen, bitte? Eine so lange Reise wollte ich eigentlich doch gar nicht machen. Es
Jetzt ist die Frage, gehen wir da richtig? Naja, sei es drum. Wir lagern jetzt erstmal hier. Rechtsklick verwenden. Moment. Nee, 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 nee. Den Tisch hier. Man sieht halt durch dieses Regenwetter das jetzt nicht so gut. So, für den Kochtopf brauchen wir noch zweimal Holz. Okay, wenn wir Holz genug gehabt hätten, hätten wir jetzt einen Kochtopf machen können. So heißt jetzt erstmal, gibt es lecker Trockenbrot. Ihr dürft ein Hähnchen speisen. Ein bisschen Pilze, ein bisschen Äpfel, ein bisschen Traube. Ja, dann haut mal rein. Wir zahlen den Sold, sonst sind die unzufrieden und dann rasten wir mal. Richtig zufriedene Truppe haben wir hier. So, raus aus dem Lager. Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir jetzt gerade einen Umweg latschen. Ich werde jetzt trotzdem da oben lang laufen. Nochmal ein bisschen Erz bekommen. Da oben eine ganz wichtige Blume. Die brauchen wir nämlich, um Medizin herzustellen. Und ein Hochlandlager der Fährtenleser. Gehen wir mal rein. Dem sprechen wir natürlich. Ich bin Brennan, der Fährtenlesermeister. Unsere Botschaft ist mit der Aufgabe betraut, die wilden Tiere auf dem ganzen Kontinent zu bekämpfen. Erfolgreiche Jäger werden für ihre erlegten Tiere bezahlt, wenn sie schützen, denn sie schützen dadurch das einfache Volk vor diesen Bestien. Wenn ihr euch uns anschließen und von uns lernen wollt, müsst ihr euch zunächst in einer ersten Jagd beweisen. Das machen wir. Lasst die Jagd beginnen. Ihr habt die Jagd von Tiltren erhalten. Kehrt siegreich zurück oder überhaupt nicht. Das heißt, wir müssen jetzt, so fies das ist, auch noch die armen wilden Tiere auseinandernehmen. Hey, das ist ja wirklich schlimm. So, ihr seht hier, die hat auch ein paar Sachen. Sogar Fallen könnt ihr jetzt hier bei dieser Dame hier zum Beispiel kaufen. Da gibt es verschiedene Sachen. Ja. Das ist alles Diebstahl. Ja, da könnt ihr Tierzähne sozusagen sammeln und anderes, das denen dann mit dem Zeug dann bei denen bezahlen und so. Das ist recht witzig. Da ist mein Holz, das ich so dringend brauche. Jetzt bin ich da oben im Gebirge unterwegs, wo ich gar nicht hin wollte. Noch mehr Holz. Ich glaube, da oben ist meine Aufgabe. Ja, ich habe es geschafft. Ich bin hier. Ich kenne diesen Quest nicht und bin gespannt, was jetzt kommt. So, Damaeon, wir zogen aus, um für unsere Familie nach Nahrung zu jagen. Aber die Tiere hier, ihr Brüllen lässt einem die Haare zu Berge stehen, sagt er. Ich frage mich langsam, ob es eine gute Idee war, hierher zu kommen. Aber wo wir schon mal hier sind, können wir nicht mit leeren Händen zurückkehren. Wir können die jetzt überzeugen, ausgesetzt auf Lungenseil. Wir können ihm 5 Wildfleisch geben, das habe ich nicht. Oder verlassen. Keine Ahnung. Sieht mir nicht nach meiner Quest aus. Oder doch? Okay. Hat ja jetzt nicht so gut geklappt. Dafür brauche ich Sachen, die ich nicht habe. Schön. Gut, dass ich hier hochgekraxelt bin. Okay. Dann müssen wir jetzt halt einen anderen Quest machen. So einfach ist das. Da wird die Gruppe etwas unzufriedener, glaube ich, wenn ich ja nicht ihren Sold bezahlen kann. Jetzt sind wir nämlich ganz da runter. Das ist eine lange Reise.
Manche Sachen lasse ich absichtlich liegen, um nicht zu viele Umwege zu laufen, ne? Einen Wissenspunkt haben wir bekommen, okay? Dann erlernen wir das Laufen mit der Shift-Taste, können wir schneller weglaufen. Aus der Notsituation ist eine ganz wichtige Eigenschaft. Der Gutshof. Seid ihr etwas Söldner? Oh, gepriesen seid ihr alles, das allsehende Auge. Ihr seid unsere letzte Hoffnung. Ich schwöre, ich werde einen Weg finden, euch zu bezahlen. Ihr müsst diese Freunde meines Mannes warnen. Sie sollen kommen und ihm helfen. Bitte holt sie her. Wenn sie ein gutes Wort für ihn einlegen können, mit den Leuten reden könnten, die ihn für eine bloße Handvoll Getreide töten wollen, Stück Seife, 20 Einfluss und 20 von diesen Informationen bekommen wir dann. Mein Mann hat mir nur gesagt, dass seine Freunde nördlich des Sees wohnen, nicht weit von hier. Bitte kommt schnell wieder. Es tut mir so leid, ich hätte dem nie zustimmen dürfen, aber wir hatten nichts mehr zu essen und waren am Verhungern. Dorfhauptling, habt kein Mitleid mit diesem Schurken. Er ist aus seiner Heimat geflohen, um hier unsere Ernte zu stehlen. Dieser edorianische Blutsauger wird sein Verbrechen hängen. Dann können alle bald wieder ruhig schlafen. Ja, folgen wir mal hier der Straße. Ah, eine Leiche am Wegesrand. Da freuen wir uns doch immer, wenn man sowas sieht. Die Sanduhr des Professors. Die ist 21 wert, immerhin. Und hier haben wir nochmal ein schönes Bergwerk gefunden. Da gehen wir natürlich immer schnell hin. Kampf! Da im Bergwerk sind Gegner. Dann kämpfen wir doch mal gegen die. Deserteure sind dort drin. Die haben sich dort versteckt im Bergwerk. Das wollen wir natürlich nicht akzeptieren. Und dann geht's natürlich auch direkt von unserer Seite aus los. Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir da so ein bisschen aufgestellt sind. Ich finde es nicht so ganz opti, wie wir da stehen. Der Bogenschütze steht schon mal ziemlich nice, meiner Meinung nach. Er könnte relativ flexibel sein, finde ich, aber der kann aber auch aus der zweiten Reihe kämpfen. Hier ist die Melli. Die Melli kann auch mal da oben hin, dass ich ein bisschen hier den Überblick habe, wo wer steht. Ist halt in dem Dunkeln etwas schwieriger. Wir haben halt jetzt auch noch keine Fackeln und sowas, ne? Da sehen wir auch ein bisschen schlechter. Wer darf denn zuerst hier? Der Scherge darf zuerst. Das sind so, ja, Axtwerfer, glaube ich, sind das, genau. Die haben alle gleich starke Rüstungen. Okay, dann... Nichtsdestotrotz, der Rüstungszerbollerer, der geht zuerst vor. Dann würde ich sagen, einen schwächenden Schlag hier. Die andere Fähigkeit heben wir uns nochmal auf. Und dann nochmal bumm. So, die ist schon mal festgesetzt. So, wer als nächstes dran? Da oben die Person mit dem Kriegshammer ist als nächstes dran. Dann nehmen wir jetzt die Monali. Ups, was ist denn jetzt gemacht? Ah ja, wir haben uns verklickt, mal wieder. Liegt da irgendwas im Weg oder bilde ich mir das ein? Das bilde ich mir nur ein. Und die geht mit dem in den Nahkampf. Naja, viel Schaden, weil das jetzt nicht... Okay, da kommt das Anvisieren. Da weiß ich doch schon was Nettes, was ich damit mache. Reicht diesmal nicht? Okay, kann ich nicht ändern. Hm.
Der macht jetzt auch Anvisieren. Aber dadurch ist er ja nicht im Nahkampf, ne? Ja. Mache das, entspannt mich etwas. Laufe ich da einfach mal weg. Provoziere die Dame hier vor mir. Oder den Herrn und schlag einmal zu. So, unser Bogenschütze. Ah, ein bisschen Schaden machen die schon, diese Deserteure, ne? So, eine neue Runde beginnt. Wer darf als erstes hier drüben? Okay. Zack. Reicht immer noch nicht. Reicht immer noch nicht. Jetzt reicht's. Netter Treffer hier. Und die Fähigkeit Anvisieren funktioniert nicht mehr. So, der ist eh auch schon vergiftet. Wer ist noch dran? Und der. Okay. Nein! Ich verklick mich immer so schön herrlich noch. Zack. Nochmal Gift drauf. Als weiter. Immer schön feste drauf. Der will einen Gnadenstoß machen. Aber der geht ja sowieso ins Nirgendwo. Aua. Schon wieder. Okay. Ja, das ist der Gnadenstoß, der ins Nirgendwo geht. Und jetzt hat es Zeit, die Gegner so langsam einen nach dem anderen zu eliminieren. Wen haben wir denn noch frei? Und den Bogenschützen auch noch. Oh, süß, eine neue Runde beginnt. Die Gegner immer noch nicht davon überzeugt, aufzugeben. Dann wollen wir sie doch mal davon überzeugen. So, wenn die Gesundheit eines Gegners unter die Hälfte sinkt, könnt ihr ihn mit Ketten oder Seilen gefangen nehmen. Bewegt eure Einheit neben einen angegriffenen, kämpfenden Feind und versucht, ihn gefangen zu nehmen. Prozent. Das ist natürlich sehr gering, die Wahrscheinlichkeit. Mal schauen wir mal, ob wir das mit jemandem haben, mit dem wir eine höhere Wahrscheinlichkeit haben. Den Dude, den lassen wir jetzt einfach mal ins Nirvana gehen. So. Den Treffer konnte ich jetzt leider nicht verhindern. Und jetzt geht's Ben richtig schlecht. Blutende Wunden, wie schön. Wer ist noch dran, die? Das war nicht viel Schaden mit dem Knüppel. Thank you.
Netter Crit, sehr schön. Kann man immer gut gebrauchen, sowas. Okay. So. Wir sind galvanisiert und Ben kann ein bisschen weglaufen jetzt hier. Soll sich ja nicht killen lassen. Das reicht nicht. Das könnte reichen. Na, Mist, war kein Crit. Der ist noch dran. Dann verwickeln wir mal den lieber mit seinem Kriegshammer. Ich will sie nicht ziehen lassen. Ich wurde jetzt gerade gefragt, ob unsere Gegner, ob es unseren Gegnern erlaubt wird zu fliehen. Und ich sage, nö. Das wird ihnen nicht erlaubt. Mhm. Ist mir immer noch die Wahrscheinlichkeit zu hoch, den eigenen zu treffen. Nur 13% Wahrscheinlichkeit, den gefangen zu nehmen. Sehe ich das richtig? Dann abstechen. Da war 51 recht gut. Wir reparieren die Rüstung. Wir behandeln auch die Verletzungen, weil wir noch eine Weile unterwegs sind. Und wir haben eine Wurfaxt bekommen. Das ist eine interessante Waffe. 5 Stoffe, das ist viel. 3 Weizen und nochmal 12 Kronen. Können wir gut gebrauchen, aber es ist mehr Kleinholz als sonst irgendwas. Pit hat ein Level up. Schauen wir uns mal an, was wir da am besten machen können. Neben den Gegner beendet er das nicht. Töten gibt einen Punkt, das ist gut. Tapfere Unterstützung, wenn ich neben einem Verbündeten meinen Zug beende, da würde ich eher sagen, das Killen von Pit gibt uns einen Tapferkeitspunkt. Und er bekommt auch nochmal eine Stärke hinzu. Sehr schön. So, sehr nice. Dann Munali noch das Level ab. Alle verbündeten Einheiten im Bereich erhalten 2 Stunden lang Schutz. Schutz verringert das Ganze. Dann könnten wir destabilisieren. Der Schlag fügt 5-6 Schaden zu und bewirkt 2 Runden lang Destabilisierung. Der Angriff verringert sich auf 0. Da überlege ich gar nicht lange. Munali wird eine Kämpferin. Und da steigt die Willenskraft. Moment, da habe ich gerade irgendwas gesehen. So, perfekt. Dann hätten wir das auch mal geklärt. Und leider Gottes am Schluss nochmal ein bisschen Minispiel. Das wollen wir natürlich noch uns reinziehen, weil es Spaß macht. Blöd, wenn die Maus hängen bleibt. Juhu, er ist jetzt ein Lehrling. Das heißt, er kann auch Edelsteine und sowas jetzt gewinnen, wenn er jetzt seinen Bergbautätigkeiten nachgeht. Und die sind natürlich was wert, ne? Das ist ja klar. Oh, und einen Rubin haben wir gefunden. Ein Rubin ist allein schon wert 28, Leute. Nur mal so gesagt. So, wer könnte denn jetzt eine Wurfaxt? Axtwurf fügt 40% ist wie 60% Stärkeschaden zu, okay? Und es bewirkt Blutung. So, wer ist der Stärkste bei uns in der Gruppe? Und wer kann das wie nehmen?
Stärke 6, Stärke 11, Stärke 10 von Ben, Stärke 6, 4, 4. Also wenn, dann ich. Rechtsklick, Ausrüsten, Nebenhand. Mhm. Dann schlage ich jetzt mit einer Axt zu und habe auch noch eine Wurfaxt. Das probieren wir mal aus, Leute. Das probieren wir mal aus. Und dafür bekommt jetzt Monali das Schild als Schwertkämpferin. Ne? Wir probieren das einfach mal aus. Ist zwar überhaupt nicht mein Playstyle, mit einer Wurfaxt durch die Gegend zu rennen. Aber warum auch nicht? Ne? Können wir mal einfach mal machen. Ne? Bin ja auch der Stärkste in der Gruppe, wenn ich das richtig verstanden hatte. Der Zweitstärkste. Pit ist stärker, aber dann kann er ja seine Gabel des Bauern nicht mehr benutzen. Also von daher ist es okay, wenn ich das jetzt bekomme. So, wunderbar. Okay, das sammle ich halt jetzt mal ein. Und dann lagern wir. Und jetzt können wir einen Kochtopf herstellen. Wir haben nämlich genug Holz und genug Eisenerz sowieso. Und dann stellen wir mal einen Kochtopf her. Ja gut, das ist normale Qualität Kochtopf, das ist okay. Und dann Rechtsklick im Lager unterbringen und dann habe ich das gemacht. Ihr habt neue Rezepte, neuer Beruf Koch ist jetzt möglich. Und dann gehen wir mal auf Rechtsklick und dann müssen wir jetzt einen Koch auswählen. Und unser Koch wird sein der Lino. Lino darf kochen. Ich hoffe, der macht das gut. So, wunderbar, bestätigen. Und dann schauen wir mal, wir brauchen zum Beispiel Brot herzustellen, bräuchten wir Salz. Wir haben zwar genug Weizen, aber wir haben kein Salz. Das heißt, wir müssten unbedingt Salz kaufen gehen, um lecker Brot herzustellen. Also kann der Beruf jetzt noch nicht ausgeführt werden. Das ist natürlich schade. Wir müssen... Oh, wir haben ein Überfallungsrisiko und wir haben nichts zu essen. Ja, das müssen wir halt jetzt durchgehen. So, dann essen wir nochmal Brot, bisschen Pilz, Apfel, Trauben. Es gibt noch ein Brot, noch mal Äpfel, noch mal das, noch mehr Äpfel und lasst euch gut gehen. Sehr gut. Die Zufriedenheit unserer Bande steigt und steigt. Irgendwann wird sie auch mal ein Gefährte beabsichtigt, euren Trupp zu verlassen. Da bin ich mal gespannt, wer das sein soll. Aber das ist doch ein schöner Moment, um mal kurz zu pausieren und innezuhalten. Also gefangen genommen habe ich jetzt halt noch keinen. Mal gucken, ob die Wahrscheinlichkeit aufgrund irgendeines Charakters und auch des vom Gegners beeinflusst ist. Aber 50% war mir halt jetzt einfach zu wenig, Leute. Dafür, dass es so viel gekostet hat für mich, ist am Anfang noch sehr viel Geld. Gut, ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch eine schöne Sternreise. Bis zur nächsten Folge War Tales, euer BenCake28. Ciao, ciao. Und liken und abonnieren nicht vergessen. Wäre echt nice von euch. Dankeschön.